Die Beantwortung der Frage, inwiefern nationalsozialistische Praktiken der homosexuellen Verfolgung nach dem Ende der NS-Herrschaft in Österreich fortwirkten, gestaltet sich schwierig, ist doch die rechtliche Ausgangslage weit weniger eindeutig als jene in Deutschland. So kann der Fortbestand des vom NS-Regime 1935 verschärften Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuchs nach 1945 in Westdeutschland als eine Kontinuität zum Nationalsozialismus bzw. dessen Reformierung in Ostdeutschland als Distanzierung von selbigen gewertet werden. In Österreich hingegen überstand der Wortlaut von Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs, der von 1852 bis 1971 die Grundlage für die Strafverfolgung wegen gleichgeschlechtlicher Sexualhandlung bildete, den Wechsel der Regime unverändert, nämlich Unzucht wider die Natur, das ist mit Personen desselben Geschlechts. Im internationalen Vergleich bildete Österreich insofern eine seltene Ausnahme, als auch Sexualakte zwischen Frauen erfasst waren. Die schärfsten Maßnahmen, die das NS-Regime auch zur Ausmerzung von vor allem männlicher Homosexualität eingeführt hatte, wurden nach dem Ende der NS-Herrschaft auch in Österreich aufgehoben, wie etwa die polizeilich verhängte Vorbeuge bzw. Schutzhaft in Konzentrationslagern oder die Möglichkeit der Verhängung der Todesstrafe für sogenannte gefährliche Gewohnheitsverbrecher, worunter auch wegen homosexueller Handlungen Verurteilte fallen konnten. Kriminalstatistische Untersuchungen deuten aber darauf hin, dass zumindest der vom NS-Regime erhöhte Verfolgungsdruck gegenüber Homosexuellen nach 1945 fortwirkte. Im nun folgenden Vortrag widme ich mich der Frage, inwiefern spezifisch nationalsozialistische Eingriffe in die Strafrechtspflege in der Zweiten Republik fortwirkten. Nach einer knappen Zusammenfassung der bisher publizierten quantitativen Studien werden drei Aspekte der Strafverfolgungspraxis thematisiert. Erstens die höchstgerichtliche Rechtsprechung, zweitens die erstinstanzliche Rechtsprechung und schließlich drittens die Rechtslehre. Ich werde zeigen, dass mangels einer klar gesetzten Zäsur seitens des Höchstgerichts in der Strafverfolgung wegen gleichgeschlechtlicher Sexualhandlungen in Österreich in der Zweiten Republik eine Grauzone vorhanden war, die Bezugnahmen zu spezifisch nationalistischen Strafverfolgungspraktiken ermöglichte. Kriminalstatistisch wurde die eingangs aufgeworfene Frage bereits in mehreren Studien untersucht. Hans-Peter Weingand etwa wies nach, dass die Zahlen der Verurteilungen von Männern und Frauen wegen Paragraph 129 1b österreichweit in den Jahren von 1952 bis 1956, 1959 und 1960 sogar über dem Höchststand der NS-Zeit lagen. Der Anteil der Frauen lag österreichweit im 20. Jahrhundert im Durchschnitt bei rund 5%, konnte aber regional in bestimmten Jahren auch deutlich höher liegen. Bei den Verurteilungszahlen handelt es sich jedoch um absolute Werte. Wird die Strafverfolgung wegen Paragraph 129 Römisch 1 Litera B im Verhältnis zur sogenannten Strafverfolgungstätigkeit, zur gesamten Strafverfolgungstätigkeit der Gerichte betrachtet, so zeigt sich, dass die Intensität der Verfolgung während der Zeit der NS-Herrschaft ihren Höhepunkt erreichte, sich nach 1945 aber immer noch auf höherem Niveau fortsetzte als vor dem sogenannten Anschluss. Auch die durchschnittlich verhängte Haftdauer ging in der Zweiten Republik zwar zurück, lag aber immer noch höher als vor 1938. Der Anteil der Verfahren, die mit der Verhängung einer Haftstrafe endeten, stieg nach 1945 sogar noch weiter an und der Anteil der Verfahrenseinstellungen ging unter das Niveau von vor 1938 zurück. Nur der Anteil der Freisprüche nahm in der Zweiten Republik zu.
kriminalstatistisch betrachtet, hatten demnach nationalsozialistische Maßnahmen der homosexuellen Verfolgung in Österreich eine nachhaltige Wirkung in der Zweiten Republik. Welche Kontinuitäten und Brüche lassen sich nun auf der Ebene der höchstgerichtlichen Rechtsprechung feststellen? Paragraf 129 1b definierte keine Tathandlung. Unzucht wider die Natur, das ist mit Personen desselben Geschlechts. Diesen Umstand kritisierte die Rechtslehre immer wieder. Der Rechtsprechung blieb damit ein großer Spielraum zur Auslegung des Gesetzes, wodurch Verschärfungen wie auch Lockerungen des Tatbestands ohne gesetzgeberischen Eingriff möglich waren. So wies etwa die Rechtshistorikerin Elisabeth Greif nach, dass der oberste Gerichtshof ab der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine extensive Auslegung vertrat und das Tatbild auf masturbatorische Handlungen ausweitete. Dies sei angeregt worden durch die zeitgenössische Sexualwissenschaft, die den Blick statt auf die sexuelle Handlung vermehrt auf die sexuelle Lust zu richten begann, wie Greif betont. Der OGH führte zudem die Tatsache, dass der Gesetzgeber auch Frauen erfasst hatte, als einen zentralen Grund für eine extensive Auslegung an. Die österreichische Rechtsprechung erfasste somit bis 1935 ein breiteres Spektrum sexueller Handlungen als die deutsche Rechtsprechung, die bis zur Verschärfung von § 175 des deutschen Strafgesetzbuchs im Jahr 1935 nur beischlafähnliche Handlungen als tatbildlich interpretierte. Auf Druck des Justizministeriums in Berlin glich schließlich am 4. Juni 1940 das Reichsgericht die Auslegung des Begriffs der Unzucht im österreichischen Strafrecht an die Judikatur zu § 175 des deutschen Strafgesetzbuchs in der verschärften Fassung von 1935 an. Die Verschärfung der Rechtslage in Österreich wurde unter nationalsozialistischer Herrschaft somit nicht durch eine Gesetzesänderung herbeigeführt, sondern durch eine politisch motivierte Änderung der Spruchpraxis des Höchstgerichts. Nachdem die NS-Herrschaft in Österreich beendet war, wurde am 3. November 1945 das Strafgesetz zum Stand vom 13. März 1938 wieder verlautbart. Eine vergleichbare Zäsur setzte das Höchstgericht nicht. Angesichts der Arbeitsweise desselben, nämlich nur in Einzelfällen zu entscheiden, die ihm vorgetragen werden, wäre eine allgemeine und grundlegende, nicht auf einen konkreten Fall bezogene derartige Äußerung auch nicht denkbar gewesen. Der OGH nahm aber auch in keinem der ab 1945 amtlich veröffentlichten Erkenntnisse betreffend § 129 1b Stellung zur Frage der Verwendung von reichsgerichtlichen Entscheidungen aus der Nazizeit, obgleich es sich angeboten hätte, wie ich noch zeigen werde. Überhaupt veröffentlichte der OGH bis zur Aufhebung des Totalverbots 1971 nur noch wenige Erkenntnisse zu § 129 1b. Erst 1969, also 2 Jahre vor Aufhebung des Totalverbots, legte der OGH in einem amtlich veröffentlichten Erkenntnis die Auslegung des Begriffs der Unzucht fest auf die, ich zitiere, Herstellung unmittelbarer und intensiver sexuell motivierter Berührungen des Geschlechtsteiles eines Partners mit dem Körper des anderen. Zitat Ende. Und er beschrieb diese Auslegung als restriktiv. Der Grad der vermeintlichen Restriktivität mag bestritten werden. Mit Blick auf die Entwicklung der Spruchpraxis im 20. Jahrhundert markiert dieses Erkenntnis dennoch eine deutliche, wenn auch nicht explizite Distanzierung zur nationalsozialistischen Spruchpraxis. Welche Kontinuitäten und Brüche zur nationalsozialistischen homosexuellen Verfolgung lassen sich auf der Ebene der erstinstanzlichen Rechtsprechung feststellen? Die Beantwortung dieser Frage ist äußerst schwierig, müssten doch die Akten zu rund 15.000 Strafverfahren untersucht werden.
Im Rahmen meines Dissertationsprojekts habe ich bisher gut 300 Akten der Landesgerichte Wien, Linz, Wels, Innsbruck, Graz und Leoben aus der Zweiten Republik untersucht. Einige der Strafverfahren weisen einen Bezug zu nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen auf. Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen, doch lassen sich bereits zwei grundlegend verschiedene Formen der Bezugnahme unterscheiden. Zum einen handelt es sich um Verfahren, die noch während der NS-Herrschaft begonnen worden waren und auch schon und solche, die auch schon abgeschlossen worden sind oder fortgesetzt wurden oder neu aufgerollt wurden. Diese Art der Bezugnahme macht den überwiegenden Teil aus. In den bisher untersuchten Akten ist bisher aber auch ein Verfahren dokumentiert, das erst lange nach Ende der NS-Herrschaft begann, bei dem aber die Verfolgungsbehörden Bezugnahmen zur nationalsozialistischen Rechtsprechung. Im Folgenden werde ich nun Beispiele dafür bringen. Am 20. September 1944, also noch während der nationalsozialistischen Herrschaft, hatte das Landesgericht Graz einen damals 36 Jahre alten Mann wegen gleichgeschlechtlicher Unzucht und Schändung zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil er mit 3 Burschen, von denen 2 das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, Zitat, durch Betastungen der Geschlechtsteile widernatürliche Unzucht getrieben habe. Zitat Ende. Warum es nicht zur Verbüßung der gesamten Haftstrafe kam, geht aus dem Akt nicht hervor. Am 22. März 1948 beschloss jedenfalls das Landesgericht Graz auf Antrag der Staatsanwaltschaft, das Strafverfahren noch einmal aufzurollen, weil das Urteil, Zitat, nach der Überlieferung österreichischer Rechtspflege als übermäßig hoch anzusehen sei, Zitat Ende. Im Ausspruch über die Schuld blieb das Urteil unberührt. Am 6. Juli 1948 schließlich wurde die Strafe mit 9 Monaten schwerer Kerker neu bemessen und gleichzeitig festgestellt, dass diese wegen Anrechnung der Vorhaftzeiten bereits verbüßt sei. In diesem Fall ist somit eine ausdrückliche Distanzierung zur Gerichtspraxis im Nationalsozialismus festzustellen, wenn auch nur mit Blick auf die Höhe der verhängten Strafe. In dieser Hinsicht fehlen alle Fortsetzungen und Wiederaufnahmen von Strafverfahren, die ich bisher untersucht habe, in vergleichbarer Form mit ähnlichen Ergebnissen fort. Beim zweiten Beispiel ist die Bewertung schwieriger. Am 23. August 1954 verurteilte das Landesgericht Innsbruck eine 44-jährige Frau zu 1,5 Jahren strengen Arrest, weil sie unter anderem ein Mädchen unter 14 Jahren, Zitat, durch Betasten der Geschlechtsteile, Oberschenkel und Gesäß sowie durch Zupfen an den Schamhaaren gleichgeschlechtlich missbraucht habe. Zitat Ende. Entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft, die die Handlungen als gleichgeschlechtliche Unzucht nach § 129 1b bewertete, legte das Gericht seinem Urteil den Tatbestand der Schändung nach § 128 des Strafgesetzes zugrunde. Die Abgrenzung der beiden Tatbestände war allgemein strittig, wie auch das Gericht betonte. Bemerkenswert aber ist, dass das Gericht zur Frage der Abgrenzung der beiden Delikte auf 2 Entscheidungen des Reichsgerichts aus der nationalsozialistischen Zeit verwies. Eine Entscheidung war ein Freispruch aus dem Jahr 1939, der noch im Sinne der alten österreichischen Spruchpraxis erfolgt war. Die andere Entscheidung war jene bereits erwähnte aus dem Jahr 1940, mit welcher die Angleichung an die reichsdeutsche Rechtsprechung und somit eine Ausweitung des Tatbilds im Sinne der nationalsozialistischen Maßnahmen zur Bekämpfung von vor allem männlicher Homosexualität erfolgt war. Der Verweis des Richters auf gerade diese beiden Entscheidungen kann meines Erachtens nur als eine Distanzierung von spezifisch nationalsozialistischen Maßnahmen der homosexuellen Verfolgung gewertet werden. Die Entscheidung vom 4. Juni, wonach die Handlung der Frau nach § 129 1b
beurteilt hätten werden müssen, was aber der Richter ablehnte, stellt nämlich eine auf Druck des NS-Regimes erfolgte Ausweitung des Tatbilds dar. Der Richter schloss sich der älteren Rechtsmeinung an und bewertete die Handlungen der Frau somit als Schändung und nicht als Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts. Es drängt sich aber die Frage auf, ob der Richter damit nicht nur die Rechtsansicht der Staatsanwaltschaft, sondern vielleicht auch deren politische Einstellung kritisieren wollte. Denn hätte er bloß die Rechtsansicht der Staatsanwaltschaft kritisieren wollen, hätte er nur auf ältere Judikate des österreichischen OGH verweisen müssen. Ohne weitere Forschung, etwa zu einzelnen Karriereverläufen, bleibt die Beantwortung der Frage spekulativ. Dass aber der Richter überhaupt auf Entscheidungen des Reichsgerichts verwies, ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass auf Ebene der Judikatur die Jahre der NS-Herrschaft in Österreich nicht ausgeklammert wurden. Und auch der oberste Gerichtshof, der in dieser Sache angerufen wurde, kritisierte an keiner Stelle, dass ein österreichisches Gericht im Jahr 1954 reichsgerichtliche Entscheidungen aus der NS-Zeit zitiert hat. Dies ist umso bemerkenswerter, als doch durch die Wiederverlautbarung des Strafgesetzes am 3. November 1945 zum Stand vom 13. März 1938 den höchstgerichtlichen Entscheidungen aus der Zeit zwischen diesen beiden Daten die Rechtsgrundlage entzogen war. Ohne in der Sache anders entscheiden zu müssen, hätte der OGH öffentlichkeitswirksam bemerken können, dass Entscheidungen des Reichsgerichts nicht herangezogen werden dürfen. Welche Kontinuitäten und Brüche zur nationalsozialistischen homosexuellen Verfolgung lassen sich nun in der Rechtslehre finden? Im zuletzt beschriebenen Fall mag die Bezugnahme auf Entscheidungen des Reichsgerichts in einem Gerichtsverfahren der Zweiten Republik wenig problematisch erscheinen, dürfte doch der Grund dafür darin gesehen werden, dass der Richter die nationalsozialistische Ausweitung des Tatbilds offenbar ablehnte. Dass aber derartige Bezugnahmen aus grundsätzlichen Überlegungen nicht unproblematisch waren, wurde auch schon von zeitgenössischen Rechtsgelehrten vertreten. So schrieb Wilhelm Malanjuk im Vorwort seines Lehrbuchs des Strafrechts aus dem Jahr 1947, ich zitiere, die Literatur und die Entscheidungen des Deutschen Reichsgerichtes nach dem Jahre 1933 habe ich bezüglich des reichsdeutschen Strafrechts, das gleiche galt für das österreichische Strafrecht ab 1938, nicht benutzt, weil diese Entscheidungen und Theorien dazu angetan waren, nicht der Gerechtigkeit zu dienen, sondern der nationalsozialistischen Idee zum Durchbruch zu verhelfen. Zitat Ende. Ohne explizit darauf einzugehen, hat auch Friedrich Nowakowski in seinem Lehrbuch aus dem Jahr 1955 keine Entscheidungen des Reichsgerichts zitiert, jedenfalls nicht im Kontext des Sittlichkeitsstrafrechts, sondern ausschließlich Erkenntnisse des obersten Gerichtshofs aus der Zeit vor und nach der NS-Herrschaft in Österreich. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil Friedrich Nowakowski während der Zeit der Nationalsozialisten als Staatsanwalt am Wiener Sondergericht tätig war und in dieser Funktion auch mehrjährige Zuchthausstrafen wegen Verbrechen nach § 129 1b beantragte. Anders verfuhr Theodor Rittler, der 1954 und 1962 die zweite Auflage seines erstmals vor dem Zweiten Weltkrieg erschienenen Lehrbuchs des österreichischen Strafrechts herausbrachte. Er sah offenbar kein Problem darin, in seinem Kapitel über § 129 1b, welches er mit Sodomie überschrieb, Entscheidungen des Reichsgerichts zu zitieren. Er verwies aber nicht auf jene Entscheidung des Reichsgerichts, die zur Verschärfung der Rechtslage in Österreich geführt hatte.
Obgleich Rittler den Begriff der Unzucht sehr weit auslegte, ging er dennoch nicht so weit, diesen offen im Sinne nationalsozialistischer Rechtsprechung zu definieren. Rittler verwies jedoch bei seinen Literaturempfehlungen auf ein Buch von Rudolf Klare aus dem Jahr 1937, in welchem Klare nationalsozialistische Konzepte von Homosexualität vertrat. Dies ist umso bemerkenswerter, als Rudolf Klare zwar kein sonderlich prominenter Rechtsgelehrter, dafür aber ein eifriger Nationalsozialist war. Rittlers Verweis auf Klare und seine generelle Haltung zum Nationalsozialismus, die in den Vorworten der beiden Bände seines Lehrbuchs zum Ausdruck kommt und bestenfalls als unkritisch bezeichnet werden kann, sind Hinweise auf seine nationalsozialistisch geprägte Haltung gegenüber gleichgeschlechtlicher Sexualität. Ich komme zum Schluss. Ein eindeutiger Fortbestand nationalsozialistischer Maßnahmen der homosexuellen Verfolgung lässt sich für Österreich nach dem Ende der NS-Herrschaft nicht feststellen. Die verschärfte Auslegung des Begriffs der Unzucht, die das Reichsgericht auf Druck der Politik 1940 eingeführt hatte, wurde in der Zweiten Republik nach gegenwärtigem Stand der Forschung nicht mehr angewendet. In der Rechtsprechung erfolgte aber auch keine deutliche Zäsur. Entgegen manchen Stimmen aus der Rechtslehre und obwohl der Gesetzgeber das Strafrecht aus der Zeit zwischen 13. März 1938 und 3. November 1945 gänzlich ausgeklammert hat, wurden Entscheidungen des Reichsgerichts aus dieser Zeit dennoch nicht grundsätzlich aus der Gerichtspraxis verbannt. Wie in vielen anderen Bereichen bestand auch bei der Strafverfolgung wegen homosexueller Handlungen nach 1945 eine Grauzone. Diese machte es möglich, dass nationalsozialistische Konzepte von Homosexualität nicht gänzlich aus der Rechtslehre verschwanden. Es kann also keine allgemeingültige Antwort auf die Frage gegeben werden, ob die Rechtsprechung zu § 129 1b mit dem Ende des NS-Regimes eine Zäsur erfuhr oder ungebrochen fortgesetzt wurde, denn vieles hing von den handelnden Personen ab. Erforderlich ist somit eine Beforschung personaler Kontinuitäten bei Polizei, Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten, wie sie etwa für die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien bereits erfolgt ist. Personale Kontinuitäten würden auch das anhaltend hohe Niveau von Ausmaß und Intensität der Strafverfolgung wegen homosexueller Handlungen in der Zweiten Republik erklären.